Ja, hi, ich bin der Christoph. Willkommen hier vom Qpad Launch Event in München. Wir haben gerade zwei neue Geräte vorgestellt. Das Einsteigergerät oder unser Einsteigergerät, das Qpad Porto S, wollte ich euch jetzt kurz zeigen. UVP nehme ich mal vorweg, 129 Euro, also wirklich für die Einsteiger gedacht. Was euch direkt auffällt, gerade für den Einstiegsbereich, 7,6 mm dick. Sehr, sehr schlank für den Preisbereich. Unibody Design hat einen HD-Bildschirm, 5 Zoll. So die Key-Features, dann ja. Quad-Core-Prozessor, 1 GB RAM, 8 GB ROM, natürlich wie alle Qpad-Geräte erweiterbar durch eine Micro-SD-Karte. Ja, ich denke, wir haben, was hier heraussticht, ist ganz klar das Design. Also, das haben wir ganz oft, wenn man in den Mediamarkt geht und diese billigen Geräte nimmt und man die so biegt. Dann hat man sie gleich krumm und ja, und quietschen und knorzen hier. Ich höre nichts, ich höre gar nichts. Ja, des Weiteren unterstützen nochmal alle LTE-Bänder, die hier in Deutschland funken. Denke ich auch, also man kann echt schnell surfen auf 5 Zoll. Hat ein schlankes Design, es passt super in die Hosentasche. Ja, einfach die Allzweckwaffe, würde ich sagen, von Qpad für den Einsteiger, vielleicht auch für den ersten Smartphone-Nutzer, Einstieg ins Smartphone-Segment. Ein tolles Gerät oder für meine Tochter oder für meinen Sohn. Schaut es euch mal an. Gibt es auch noch in Dark Grey, nicht nur in dem modernen Weiß. Nehmt es mal in die Hand, liegt schön in der Hand. So eine kleine Abrundung, damit es sich dem Handrücken anpasst. Schön dünn. Und ja, ich kann nur empfehlen, probiert es mal aus. Gibt es dann ab spätestens 1. April bei allen bekannten Online- und Retail-Partnern. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr euch das mal anschaut und euer Feedback dazu gibt.